Herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Heimspiel der Rhein-Neckar-Löwen in der DKB Handball-Bundesliga. Die Löwen gegen die Bergischen Löwen, gegen den Bergischen HC. Halbzeitstand in diesem Spiel war 18:15 für die Rhein-Neckar-Löwen. Der Endstand am Ende 31:28 für die Rhein-Neckar-Löwen. Das Ganze vor 5.273 Zuschauern in der SAP-Arena. Wir kommen zum ersten Statement zum Spiel. Das kommt traditionell von unserem Gästetrainer Sebastian Hinze, please. Bitte, Entschuldigung. Danke. Ja, schönen guten Abend. Glückwunsch an Nikolai und die Rhein-Neckar-Löwen. Ich denke, es war auch ein verdienter Sieg. Wir haben zu Beginn des Spiels hatten wir große Probleme in der Rückzugsphase. Haben mit den Übergängen von Sigurdsson und Götzke Probleme gehabt, uns da zu orientieren, dann kompakt zu werden, haben dann sehr, sehr viele Nahdistanzwürfe bekommen, haben zum Glück aber in unserem Angriffsspiel das sehr, sehr gut gemacht und selber die Chancen, die Rhein-Neckar-Löwen uns gegeben haben, selber mit Konter ausgenutzt. Deswegen sind wir im Spiel geblieben, haben uns verdient, dann selber gute Phasen für uns zu erzeugen, zweimal in der ersten Halbzeit, sodass das bis zur Halbzeit im Rahmen ist. Aber wir natürlich angesprochen haben, dass wir sowohl die Rückzugsorganisation als auch in der Abwehr im Positionsangriff kompakter stehen müssen, um vielleicht ein oder zwei Rückraumwürfe mehr zuzulassen, weil wir da heute das Gefühl hatten, dass da was geht, dass Björgi da gut drauf ist, dass sie da auch nicht ganz so zielsicher sind. Das haben wir in der zweiten Halbzeit gut gemacht, haben unseren Angriffsplan beibehalten, haben dann leider in der Unterzahlsituation, wo wir es sehr, sehr gut spielen, einen Fehlwurf, wo wir nochmal auf Unentschieden gehen können und das Spiel knapp halten können und haben dann leider so 4, 5 Aktionen, wo wir daraus lernen müssen, dass wir so ein Spiel dann am Ende ganz, ganz eng halten. Von daher sind es heute nur in so einem Spiel 4 oder 5 Aktionen, aber die waren es und da waren die Rhein-Neckar-Löwen abgezockter und besser in dieser Situation und deswegen geht es auch in Ordnung. Danke. Vielen Dank. Dann kommen wir zum Statement vom Geschäftsführer des Bergischen HC, Jörg Föste, bitte. Ja, auch von mir guten Abend und herzlichen Glückwunsch zum Sieg, der unter dem Strich verdient war. Wir haben hier einen beherzten Auftritt hingelegt. Wir haben uns in keiner Phase aufgegeben. Ganz im Gegenteil, wir waren über weite Strecken dran, drauf und dran, auch hier bis in die späte Schlussphase hinein auf Unentschieden zu stellen. Letztlich unter dem Strich muss für uns alles passen, wenn wir bei den Rhein-Neckar-Löwen gewinnen wollen. Und nicht ganz alles hat heute gepasst. Insbesondere die Schussauswahl aus dem Rückraum und da insbesondere aus dem rechten Rückraum hat heute nicht so sonderlich gut funktioniert. Insgesamt also ein verdienter Sieg für die Rhein-Neckar-Löwen, denen wir noch viel Glück auf dem weiteren Weg zur Titelverteidigung wünschen. Dankeschön. Vielen Dank. Dann kommen wir zum Statement von unserem Trainer, von unserem Coach Nikolai Jakobsen, bitte. Ja, guten Abend und danke für die Glückwünsche. Ja, ich bin nicht überglücklich heute, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich fand, wir haben teilweise sehr unkonzentriert agiert. Heute auf die Platte, die Phasen, wo wir eigentlich das Gefühl haben, das Spiel ein bisschen in Kontrolle zu haben, dann sind wir nicht 100% in die 1-gegen-1-Situation gegangen. Dann haben wir die Würfe, die einfachen Würfe genommen und sind nicht zurückgelaufen. Dadurch ist Bergischer besonders erste Halbzeit wieder ins Spiel reingekommen. Und das Gleiche war bei 25-22, wo wir auch ein paar Chancen hatten, wo wir dann nicht 100% geht und dann könnte Bergischer wieder gegen Stoße laufen. So, wenn man isoliert sieht, bin ich mit den letzten 8 Minuten zufrieden in Abwehr. Da haben wir gut gedeckt, aber das ist leider viel zu spät. Ich muss auch mal Bergischer ein riesen Kompliment geben. Die haben sehr gut gespielt. Die haben einen überragenden Torhüter wieder gehabt gegen uns, der sehr viele Bälle gehalten haben. Das war auch ein Grund, dass wir nicht mehr in Kontrolle kommen könnten. Vorne haben die diszipliniert, sehr lange Angriffe gespielt.
und haben mit Babak, Hermann zwei gute Spieler gehabt, die uns das Leben sehr schwer gemacht hat. Aber zum Schluss finde ich auch, wir haben ja trotzdem das ganze Spiel fast geführt und dann auch verdient gewonnen. Aber da muss in den nächsten Spielen mehr kommen von uns. Ich will jetzt nicht Ollis Aufgabe wegnehmen wegen die Zuschauer, das nimmt er. Aber war wieder gut. Ich würde lieber Bergischer und Sebastian viel Glück wünschen für die heiße Endphase hier. Und hoffen wir, dass wir uns nächstes Jahr wieder sehen. Danke. Dankeschön, Nico. Dann kommen wir zum Statement von unserem sportlichen Leiter, von Olli Rogisch, bitte. Ja, guten Abend auch von meiner Seite. Nikola hat es sportlich schon angesprochen. Das ist, glaube ich, keine einfache Situation. Die Medien sprechen alle nur von diesem Spiel in Flensburg, danach Kiel. Und davor kommen drei Spiele, die Bergischer AC, Stuttgart oder Barling und Stuttgart heißen. Und ich weiß nicht, ob wir ja jetzt in die nächsten Spiele können wir nicht so angehen, wie wir heute reingegangen sind. Nikola hat es angesprochen. Wir müssen, glaube ich, alle verstehen, dass im Abstiegskampf jeder Punkt zählt, dass alle Mannschaften kämpfen bis zum Umfallen. Der Bergischer hat es heute vorgemacht, wie das aussehen kann. Und da tun wir uns sehr, sehr schwer damit. Deswegen hoffen wir alle, dass die Mannschaft versteht, dass wir heute ja nicht unsere beste Leistung gebracht haben, auch vom Einsatz her, und dass wir jetzt viel konzentrierter in die nächsten Spiele gehen müssen, weil dieses Spiel in Flensburg ist noch lange hin und ja, jetzt müssen wir in die Spur finden und uns anders präsentieren. Von den Zuschauern sind wir heute wieder richtig gut unterstützt worden, gerade die letzten Minuten war, glaube ich, ganz wichtig für uns, dass wir da nochmal ja, das Feedback von den Fans bekommen haben und so ein Spiel, auch wenn wir es nicht gut gespielt haben, mit Kampf auch gewinnen konnten. Von meiner Seite im Bergischen AC auch alles, alles Gute. Wie gesagt, ich würde euch auch lieber nächstes Jahr in der ersten Bundesliga sehen und bin mir auch sicher, mit so einer Leistung wie heute, dann schafft ihr das auch. Vielen Dank, schönen Abend. Vielen Dank, Olli. Dann wären wir jetzt bei Ihren Fragen, sofern Sie welche haben. Das sieht nicht so aus. Dann für unsere Fans draußen noch der Hinweis, es gibt noch Karten für das Spiel gegen Balingen und auch für das Spiel gegen Stuttgart. Da könnt ihr euch gerne bedienen, unseren Gästefans und auch unseren Gästen hier auf dem Podium der Mannschaft. Eine gute Heimreise. Dankeschön und eine schöne Restwoche.